So, jetzt heute starten wir auf die Reise nach Berlin. Ich bin Maddie. Ich bin Tobi. Ich bin Maddie. Heute haben wir nochmal einen wichtigen Termin. Genau, der Peter kommt uns besuchen zum letzten Coaching und da freuen wir uns drauf. Genau, es hat sich nämlich einiges getan. Am Anfang waren wir schon ziemlich skeptisch, ob wir als kleiner stationärer Laden den Onlinehandel überhaupt stemmen können. Unsere Motivation mitzumachen war, dass wir hier stationär eben an die Grenzen gestoßen sind und im Onlinehandel ist es eben so, dass wir nach oben hin ja keine Grenzen haben. Meine Mutter hat den Freudenthaler Kinderladen vor 30 Jahren gegründet. Damals noch im Keller ihres Vaters und ich habe das Ganze jetzt seit 3 Jahren übernommen. Wir sind Fachmarkt für Babyartikel, verkaufen hauptsächlich Autositze und Kinderwagen und aber auch Pflegeprodukte für Kinder und Spielzeug. Wir hatten vorher eigentlich noch gar keine Erfahrung, was den Onlinehandel betrifft. Also am Anfang hat man ein bisschen Angst, aber Freudenthaler Kinderladen nicht zum Fliegen bringen, weil halt er hat Produkte, die tatsächlich stark im Wettbewerb stehen und dadurch sind halt die Preise wirklich hart an der Grenze der Rentabilität. Auf Peters Rat haben wir eine Marktanalyse durchgeführt, das heißt, wir haben die 10.000 besten Produkte von Amazon herausgefiltert, haben dann geschaut, welche Produkte wir in diesem Bereich mit anbieten, was wir auch im Sortiment haben und haben dann geschaut, welche Produkte haben besonders wenig Anbieter. So, dass wir dann eben von 10.000 Produkten auf 50 Produkte gekommen sind, welche wir dann jetzt anbieten. Sehr gut war da, dass Tobi und Maddie sehr unvoreingenommen an die Sache rangegangen sind. Man hat gemerkt, ihnen fehlt noch etwas, die Erfahrung im Online-Bereich. War aber in diesem Fall ein Vorteil, weil die dadurch einfach mal Sachen ausprobiert haben. Die sind echt vorangeprescht und der Erfolg zeigt, dass es sich gelohnt hat. 3 Wochen nach dem Start Unternehmer der Zukunft haben wir die ersten Produkte auf den Marktplätzen dann online angeboten und auch verkauft. 30% unserer Produkte können wir jetzt sogar schon international anbieten, sprich Italien, Spanien, Frankreich und Großbritannien. Den Versand machen wir hauptsächlich über Versand durch Amazon, also FBA. Ein weiterer Tipp von Peter war, dass wir eine Eigenmarke entwickeln sollen, wo wir dann eine größere Marge generieren können und einfach dann auch der einzige Anbieter sind. Wir mussten erstmal überlegen, wie soll unsere Eigenmarke eigentlich heißen, dann, damit wir die auch anmelden können, den Namen. Sind dann auf Elternstolz gekommen und den finden wir eigentlich recht gut. Danach brauchen wir natürlich noch ein Logo dafür, ein passendes. Das haben wir eigentlich auch recht schnell gefunden durch Umfragen hier bei uns intern und auch Bekanntenkreis. Und jetzt machen wir uns eigentlich an die Produktion. Ja, genau. Wir haben uns für eine Transporttasche für Buggys entschieden. Und zwar ist es so, dass es für den marktführenden Buggy aktuell noch keine Transporttasche gibt. Und dementsprechend haben wir jetzt eine entwickelt. Ich bin extrem stolz auf die beiden. Die haben wirklich was Tolles geleistet. Bereits nach 3 Monaten sind sie rentabel. Sie verkaufen international, haben ihre erste Eigenmarke angeleiert. Sie machten schon, wie Tobias, ich darf das sagen, bereits 30% ihres Umsatzes generieren sie online. Und die Nachfrage ist mittlerweile schon so groß, dass sie jetzt schon Lieferengpässe haben. Das heißt, das ist ihre größte Herausforderung momentan im Onlinehandel. Die weiteren Ziele für dieses Jahr sind, dass wir die Internationalisierung ausbauen, gerade auch über das Pan-EU-Programm von Amazon und hier dann auch international die Umsätze weiter erhöhen. Genau, und dass wir die Eltern mit unseren Produkten stolz machen können. Genau.